Waffeln. Luftwaffeln. Und du hast da unten. Und. Und. Stammstein. Dieses Mal bin ich wirklich schwanger. Was? Schalten das so. Steh auf. Jacqueline, heul leiser. Steh auf, das schreit die ganze Zeit schon. Geh du. Du bist dran. Hey, komm, Jetzt los, du bist dran. Ich geh. Was schreist du so die ganze Zeit, ey? Hey. Du bist laut. Schrei doch bitte nicht. Ey. Hier, dein Schnuller. Komm. Nimm den. Alles gut. Nicht so schreien. Ey, behalt den drin. Nimm den Schnuller jetzt einfach. Und schrei nicht mehr. Oh. Ey. Kann man hier mal irgendwas machen? Hat es einen Ausknopf oder sowas, dieses Baby? Sei doch mal leise. Ey. Kannst du mir helfen? Werd wach! Ich hätte niemals gedacht, dass ein Kind so viel Arbeit beansprucht. Seit Tagen kann ich nicht mehr schlafen. Es ist einfach so anstrengend. Ich bin so fertig, das steckt einen so runter. Ich bin die letzten Tage aber so fertig und habe so mit der Müdigkeit zu kämpfen. Ich schlafe wie. Ich. Fast direkt immer ein, also. Nee, aber immerhin ist es besser als während der Schwangerschaft von Sandy. Da war das noch schlimmer. Da ist noch ein Fleck. Oh. Da. Warte. Aber ich sag schon mal so gut wie sauber alles. Die andere Seite noch. Welche? Ach, hier. Alles gut? Ja. Ja? Ich hab Hunger. Was willst du essen? Würstchen und. Würstchen? Honig. Honig? Ja. Ach du Gott. Würstchen, Honig. Honig und Würstchen? Wo sind wir? Würstchen. Würstchen, Honig, Würstchen. Kannst du mir auch gleich Nutella und Gurken holen? Was? Nutella und Gurken. Was? Nutella und Gurken? Wer ist das denn bitte? Nutella! Ja, ich komm schon, warte. Ich kann nicht alles machen. Er ist doch Flocke. Was? Ich glaube, das Kind kommt. Komm. Hält das? Schneller! Komm, ja, komm. Nee, komm. Warte. Doch nicht. Willst du mich hier verarschen? Alles gut. Doch nicht. Ich hab mir grad. Ist. Willst du noch was haben? Nein. Oh. Sag Bescheid, wenn das Kind kommt.
Es ist einfach so viel, was ich immer gleichzeitig machen muss, dass... ich weiß nicht mehr, was sie genau essen wollte hier. Ich muss echt 1000 Sachen gleichzeitig machen. Das kriegt man doch gar nicht hin. Jetzt habe ich sogar einen Teller noch im... Dann mach es nacheinander. Nacheinander machen? Hi! Hi! Hallo, Joey. Hi! Hi! Komm rein! Es ist schön, hier zu sein. Freut mich auch, dich zu sehen. Hallo, Sandy. Das ist die Kleine? Ja. Oh. Hey, Pascal. Ja. Ja, Bier für dich. Nein, ich trinke doch kein Alkohol. Du trinkst jetzt kein Bier. Hey, doch, Pascal ist doch da. Nein, du trinkst kein Bier. Wieso trinkst du nicht? Ich trinke kein Alkohol mehr. Und du auch nicht. Wieso ich nicht? Du hast ein Kind. Genau. Ja, und? Ich glaube, es wäre eine gute Entscheidung, wenn das Haus ja ein alkoholfreies Haus wird. Okay. Dann lassen wir das. Ihr habt hier ein ganz tolles Chi. Das ist eine tolle Atmosphäre. Was mit dir passiert? Ich bin ein neuer Mensch geworden. Oh. Ich habe ein neues Leben gestartet. Ohne Alkohol. Ohne alles. Das wird alles besser. Und ich möchte euer Kind segnen. Segnen? Darfst du das? Ja. Ist doch egal, dein Hemd an. Ja, ich möchte das Kind segnen. Komm, wir haben dann. Sicher, das ist ein inneres Bedürfnis, dass ich das Kind segnen möchte. Ist egal, oder? Mach einfach. Interessiert's. Wie heißt die Kleine nochmal? Jacqueline. Jacqueline. Sandy? Joey? Mhm. Ich find's schön, dass wir uns hier heute versammelt haben. Ja, schön. Ich hab gesagt, du sollst kein Alkohol trinken. Ja, ja, ist alkoholfrei. So. In welchem Monat ist die Kleine denn geboren? Oktober. Dann ist die vom Sternzeichen Biber. Ah, Biber? Ja. Da sind die ja so charakterstark und voll, dass dir gefällt. Ja, genau. Seid ihr euch sicher? Ja! Hey, kennst du das nicht? Jacqueline, richtig. Sehr charakterstark. Jacqueline? Ich möchte dich segnen mit der Energie dieses Raumes, die wir alle ein neues Leben beginnen. Ohne Drogen, ohne Alkohol. Mhm. Und euch als Familie beglückwünschen. Weil ich kann all die Energie, die ich über die letzten Wochen gesammelt habe, an euch weitergeben. Carpe diem. Können wir diesen Segen ernst nehmen? Ja, ne? Doch. Doch, der macht das. Ich glaube, ich bin mir da doch nicht so sicher. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist sie gesegnet. Sie ist gesegnet. Prost. Egal. Also ich weiß echt nicht, ob sowas geht. Muss man sowas nicht lernen? Und nur weil er ein Hemd anhat, heißt es nicht, dass er sowas machen darf. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Ich verstehe echt nicht, warum Pascal nicht trinken will. Ich meine, ich habe doch immer mit ihm was getrunken. Das ist auch mal alles lustig, aber immerhin ist er hier. Schön und gut, aber kein nichts trinken? Ich verstehe überhaupt nicht, aber Ende ist er mal hier. Aber das mit dem Segnen ist so... Das war schon ganz komisch, aber ich fand es ganz witzig. Aber trinke ich halt eins mit. Dieser Raum hat viel Energie. Ich freue mich einfach, dass ich mein neues Leben starte und seit ich von den Drogen weg bin und vom Alkohol, ist alles viel besser. Und nein, ich kann wirklich das Leben schätzen und ich freue mich, dass ich jetzt einfach der kleinen Jacqueline diese Energie mitgeben konnte.
Heute wird ein guter Tag. Ja, hi Mandy, hi Mandy. Ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn ich es den beiden heute erzähle. Ja, geil, okay. Und willst du gleich vorbeikommen? Wir können ja ein bisschen zusammensitzen mit denen und genau, sie mal kennenlernen. Ja, mega. Okay, tschüss, ciao, ciao. Ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt, jetzt Sandy und Joey die große Neuigkeit mitzuteilen, und ich bin mega gespannt, was sie sagen werden. Und da freue ich mich natürlich vor allem auch, dass Mandy gleich vorbeikommen wird, und keine Ahnung, dann werden wir einfach einen coolen Nachmittag haben, und ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was die beiden gleich sagen. Okay. Hi, da bist du wieder. Ja, ich muss euch was sagen. Ich hab richtig, richtig gute Neuigkeiten. Was kommt denn jetzt bitte? Ja, sag. Ja. Aber okay. Sag. Ja, ich seit 2 Wochen bin ich in einer Beziehung. Und echt? Du? Ja. Du? Ja. Total. Hast du Freundin? Wie du? Ja. Ja, du halt. Ja. Echt? Ja, sie heißt Mandy. Oh. Und ich habe auch gefragt, ob sie vorbeikommen will. Ich weiß nicht, ob ihr Zeit oder so. Vielleicht. Ja, klar. Ja? Ja, geil. Ja. Dann genau. Also sie kommt gleich vorbei und dann können wir, keine Ahnung, Nachmittag was machen. Da bin ich mal gespannt, ne? Ich auch. Oh, ich freue mich du? Total. Ja, ja. Ich kann das aber nicht glauben, dass er eine Freundin hat. Also 13 Tage. Nicht ganz 2 Wochen, aber 13 Tage, ja. Ja, eine Freundin. Du hast auch eine Freundin. Ja, ja, aber und ein Kind. Und ein Kind. Ja, das auch, aber krass, ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt, Pascal zu einer Freundin kennenzulernen. Wird bestimmt nett sein, und eine Beziehung hat er sich mal verdient. Ich kann es gar nicht fassen, dass Pascal eine Freundin hat. Also Pascal, ich meine, das ist Pascal, heißt ja noch ein bisschen Verantwortung und so, aber ihr seid ihm gegönnt, also er kriegt da bestimmt schon alles gut hin. Boah, nicht, dass er nachher auch noch Vater wird, das wäre natürlich nicht so vorteilhaft, da müssen wir 2 Babys jetzt organisieren, aber der kriegt das schon hin. Ja, ist auf jeden Fall ein mega Gefühl, das den beiden jetzt gesagt zu haben, auch wie sie reagiert haben, dass sie sich so gefreut haben. Ich freue mich jetzt einfach, wenn sie gleich vorbeikommen, und ich glaube, ich werde das Hemd aus, ich glaube, ich ziehe ein Pullover, aber ich weiß gar nicht, wie man jetzt so, ich hatte so oft hatte ich Doppeldates, und ich bin einfach gespannt, wie es jetzt so ein Doppeldate, ja, ich bin sehr gespannt, aufgeregt, vor allem aufgeregt. Ja, gleich kommt sie. Okay, es müsste jetzt auf jeden Fall so 10 Minuten müsste Mandy da sein. Ich weiß nicht, wie machen wir das denn mit der kleinen, können deine Eltern vielleicht auf sie aufpassen? Also die sind jetzt gerade nicht da, aber was können wir da machen? Naja, ist ja kein Problem, wenn wir sie für ein paar Stunden hochbringen. Machst du? Kann man es echt so machen einfach? Ja, mal? Ja. So. Sind ja noch ein paar Stunden. Schläft doch. Kannst du sie danach gleich hochbringen? So ein, hier Babyphone oder sowas? Hier zum. Nee, wir hören sie schon. Ja, ist ja nur oben. Ne? Dann lass mal die Türen auf. Du. Nein, du kannst sie ruhig hochbringen. Nein. Ich doch nicht. Doch. Das ist dein Kind. Das ist auch dein Kind. Jetzt bring es hoch. Du hast es weggebracht. So hin und her. Ja, okay, alles gut. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich bin so aufgeregt. Gleich kommt sie und dann lernt ihr sie mal kennen und alles. Und ja, ich bin gespannt, was ihr sagt, einfach wie sie reagiert. Ich bin gespannt, sie kennenzulernen. Ja, ja, cool. Also es ist schön, ein Kind zu haben. Viele Vorteile, aber manchmal ist es auch ein bisschen nervig, vor allem nachts, wenn sie schreit. Ein bisschen? Also ich würde sagen, es ist manchmal ein bisschen sehr nervig. Ach komm, so schlimm ist es auch nicht. Du warst früher genauso. Hä? Du doch vielleicht auch? Ja, also aber ich nicht. Doch. Nee, vergiss es. Das hat das Baby von dir garantiert. Also. Hör es doch an. Streich schon, wenn es dich sieht. Oh, sie müssen jeden Moment da sein. Ich freue mich voll, dass ihr sie kennenlernt. Ich bin gespannt, wie sie aussieht, wer es überhaupt ist. Ja, ja, also sie heißt Mandy und kommt hier aus der Gegend. Und müsste jeden Augenblick kommen. Da ist sie. Oh. Na? Oh, hi, hi. Genau, das sind Sandy und Joey. Hallo. 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 Mandy. Sandy. Mandy. Hi. Und? Dann können wir ja anfangen. Ich finde, wir können vielleicht, wir haben so gedacht, wir sitzen einfach ein bisschen zusammen und spielen ein bisschen was so. Ja, das klingt gut. Ja, ich finde voll cool. Genau. Was machen wir denn? Ja, vielleicht Wahrheit oder Pflicht? Ja. Ja. Ist das ein Baby? Ja. Okay. Pascal, du fängst an. Okay. Wahrheit oder Pflicht? Was nimmst du? Pflicht. Pflicht, okay.
Guck mal, wir haben ja noch ein bisschen was hier drin, ne? Mhm. Ja, komm, da ist noch gut was drin. Nehmen wir mal dein Glas. Ja, füllen wir mal ein bisschen ja, ein. Aber eigentlich wollte ich heute nicht so. Also, ich trinke ja aktuell. Ich habe ja die Phase, dass ich nicht so viel trinke. Ach komm, so viel ist das nicht. Ja, nee, wird. Also, das ist doch nichts. Komm, das ist auf Ex. Das schaffst du. Nein, ich glaube, ich trinke ja nicht. Kauf, ey. Also, wenn ich schon heute mache. Bist du weicher oder nicht? Dann kannst du schon trinken. Guck mal, wir sind hier versammelt. Jetzt ich kann nicht das Glas doch, auf Ex. Wenn du das machst, ne? Oh mein Gott, richtig, Mann, wärst du dann. Also einmal mal alles weg. Guck mal. Oh mein Gott, der ohne macht das ja wirklich. Oh mein Gott. Oh, er zieht das nicht durch, glaube ich. Er zieht das nicht durch. Ey, komm, weiter. Ja. Das kriegst du hin. Paul, ja, weiter. Das ist doch gar nicht mehr so viel. Das ist nur ein bisschen noch drin. Noch ein bisschen, das schaffst du. Das ist krank. Das ist echt krank. Komm, das ist ein Stück drin. Das verschwimmt jetzt schon. Ein Schluck noch. Das ist noch ein winziger Schluck, Mann. Schaffst du. Jo, oh mein Gott! Das ist richtig gut okay, gemacht. Okay, dann bist du dran. Aber weiß nicht, okay. Wahrheit oder Pflicht? Nehmen wir wahr. Ich nehme Wahrheit. Okay. Ganz entspannt bleiben hier. Du stellst die Frage. Oh, was kommt jetzt? Oh, ein Team. Ja, jetzt kommt irgendwas. Ja. Hattest du schon mal vor mir eine Beziehung? Eine Beziehung hatte ich vorher, ja. Jetzt bist du dran. Ich nehme Pflicht. Pflicht, guck mal, du hast noch was trinken bei dir drin, ne? Ein bisschen. Ja. Ein bisschen kannst du auch noch mal haben, ne? Ich hab hier. Ja, wieder auf Ex trinken. Baby hin oder. Nee, auf Ex diesmal nicht. Ja. Diesmal trinkst du einfach mal über Kreuz. Mit Baby in Hand. Das kriegst du hin, oder? Ja. Ich meine, dem geht's doch gut. Hier, jetzt tut mein Typ, ne? Oh. Nicht verschütten. Aber wie. Alter, krass! Willst du ein Baby noch was abgeben? Ja. Oh mein Gott. Ey, lass doch was drin. Nein, ja. Reicht. Bist ein Mädchen, ne? Ja. Du hast noch was drin lassen. Was soll das denn heißen? Hä? Wahrheit oder Pflicht? Genau. Ja, das ist so geredet. Was nimmst du denn? Wahrheit, okay. Ich hab was. Wie viele Beziehungen hattest du schon vor mir? Da muss ich jetzt chronologisch nachdenken. 9. Wie 9? Naja. 9? Ja. Also 9 Beziehungen oder? So Leute, ich glaube, es geht weiter. Wer ist als nächstes dran? Die Freundin von Pascal scheint echt nett zu sein. Und ich freue mich, dass ich mal wieder so mit Freunden sitzen kann und einfach ein bisschen Spaß haben kann. Ist echt ein schönes Doppeldate. Bis jetzt habe ich ganz viel Spaß. Es ist eigentlich immer viel schöner, mit mehreren Leuten was zusammen zu machen. Aber es war ein bisschen unangenehm, dass Pascal mich gefragt hat, wie viele Freunde ich schon hatte. Ich glaube, er hat das nicht so gut aufgenommen. Ich freue mich halt einfach, dass ich Joey und Sandy jetzt Mandy mal vorstellen könnte. Das Einzige ist halt nur so 9, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, 9 Formen. Ich weiß nicht, komme ich damit nicht klar. Ich weiß nicht. Das ist einfach so cool, ich meine mit Pascal, dieses Doppeldate, also ich meine, mein bester Freund ist hier, meine Freundin ist auch noch da, ich meine, das wird einfach mal so richtig gut, einmal abschalten zu können und einfach alles einmal zu vergessen. Es macht auch vor allem richtig Spaß, ja, man kann richtig lachen und alles, also das wird doch ein schöner Tag. Ist die wach geworden? Ich glaube, du darfst nicht so laut sein. Ja, dann ist es scheißegal. Ich bin bald in der Pflicht und ich hab die für dich. Für mich? Und zwar, na klar. Okay, ja. Was gibt's? 10 Sekunden. Auf der Nase. Ja, ich bin nicht betroffen. 10 Sekunden auf der Nase. Auf der Nase? Das schafft er niemals. Ja. Hey, und damit an, also du musst es schaffen oder nicht schaffen. Wenn du es nicht schaffst, musst du trinken. Wir okay. müssen sagen, ob er es schafft oder nicht schafft. Und ich sag, dass er es schafft. Okay. Nee, schafft er nicht. Nicht? Was denkst du denn von mir? Ja, dann glaub doch mal nicht. Okay. Also, ich sag auch, dass es schafft. Also, ich nicht. Okay. Okay. Läuft für 10. Wir können von 10 einfach runterzählen. Von 10 runter? Ja, oder? 10. Oh, ist noch nicht auf Position. Nasenspitzen ist ja auch 10, 9, 8, 7, schaffst du nicht 5? Schaffst du? 3, ich glaube, ich muss mal Windel wechseln gehen. Warum? Das Baby stinkt. Oh ja. Ich doch nicht. Warum ich? Du bist dran. Ich hab verloren, ich muss nur trinken. Das kannst du danach machen. Jetzt hab ich das wirklich. Ich hab heute schon genug Windeln gewechselt. Nein, mach nur das. Ich brauch das nicht, ich trinke kurz. Nino. Gekonnt. Gut.
Ja. Ich glaube, sie ist ein bisschen... Wollen wir weitermachen einfach? Ja, lass uns einfach weitermachen. Ist doch egal. Und du hattest aber echt, also... Ja, ich Beziehung. Weiß nicht, was... Ja. So, also, wir haben es so genannt. Hm. Und du kennst aber... Die war nicht lang. Nicht lang. Ja. Ja, wir können gerne weiter spielen noch. Warum nicht? Wer ist eigentlich dran? Du wurdest übersprungen. Na, dann bin ich dran. Okay, ich nehme... ich nehme... Sorry Leute, ne, aber ich bin ganz kurz los. Ich muss kurz Zigaretten kaufen, ja? Also, wirklich? Kommst du auch wieder? Ja. Der Papa geht mal kurz Zigaretten kaufen. Ich will kurz... Willst du dir nicht sonst oben helfen oder so? Weil, keine Ahnung. Nee, alles gut. Ich gehe Zigaretten kaufen. Bis gleich. Mir wurde das da drin echt viel zu viel. Ich brauche irgendwas zum Runterkommen, irgendwas ein bisschen zum Beruhigen. Und dann kam Pascal noch mit seiner Freundin Mandy an. Und naja, also ich gehe jetzt mir auf jeden Fall Zigaretten holen, damit ich irgendwie ein bisschen mich beruhige. Ja, also die Freundin von ihm ist ja auch ganz nett. Also schon seltsam auf jeden Fall, dass Joey jetzt einfach Zigaretten holen geht. Ich meine, schon, keine Ahnung, irgendwie wirkt das ja auch total seltsam, wie die hier mit dem Kind und alles. Die haben ein paar Probleme. Ja. Warum das? Sind ja nicht unsere. Ja. Ich hatte echt keine Ahnung, wie viel diese Zigaretten kosten. Der war so teuer. Ich habe einfach mein ganzes Jahresgehalt dafür jetzt geopfert quasi. Aber ich brauche es einfach, damit es mir besser geht und mich runterkomme, mich beruhigen kann. Das mit meiner Familie und alles, das stresst mich so sehr, dass ich einfach, mein Kopf, der explodiert fast. Also ich habe einfach nur noch Gedanken von meiner Familie und alles. Ich muss einfach mal davon loskommen. Deswegen habe ich mir jetzt Zigaretten geholt. Natürlich habe ich mein Feuerzeug von zu Hause mitgehen lassen. Scheiße. Sind leer. Was ist das denn? Ist doch alles scheiße. Ah, ich glaube, ich hau einfach ab. Fang ein neues Leben an. Und dann mach ich einfach alles besser. Gar nicht. Ja, hab ich doch so gefunden. Ich fass es nicht. Komm, ab ins Auto. Wie ins Auto? Ruck hier ab. Ins Auto. So ein Penner sitzt du hier. Ja und? Nee. Einsteigen. Rein ins Auto. Nein! Geh da rein jetzt. Nein! Komm rein hier. Alles, also... Dein ganzes Leben ist so scheiße, ne? Also das Baby da ist sowieso alles anders, oder? Ja, ist ja auch vorher so. Überlegen können, ne? Ja. Konnte ich nicht? Wie konnte ich nicht? Weißt du was? Alles kein Problem. Wenn du feiern gehen möchtest, kannst du es gerne tun. Wir nehmen das Baby, dann kümmern wir uns darum, ja? Ja, wir genau. Können auch vorher gerne noch... Braucht ihr Alkohol noch oder so? Wann denn? Ja, gleich. Wir können noch ein bisschen was einkaufen fahren. Ja, keine Ahnung. Dann seid ihr den ganzen Nachmittag für euch und auch heute Abend passt ihr doch aufs Baby auf, ne? So ja. Wie früher, als wie erst der Kleine war, der genau. Kleine Scheißer. Ja, das machen wir. Ja. Danke. Ja, das Baby mit Zukunft. Ja. Okay, das ist das.
Also es ist schon anstrengend mit so einem Baby, kann ich schon echt gut nachvollziehen, ne? Wir werden jetzt ein bisschen Alkohol holen, sodass sie ein bisschen abfeiern können, oder was hältst du davon? Ja, ich kenne das ja auch noch von früher. Das ist wirklich nicht so ganz einfach. Nein. Gerade wenn man noch so jung ist und so, dann... Wir waren ja auch damals so jung und er hat auch nur geschrien. Ja, man hat aber auch ein bisschen andere Sachen mal im Kopf und so. Ja, finde ich auch. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Wir werden ihn schon ein bisschen unterstützen und dann klappt das schon alles. Genau. Ja, ich finde es echt gut, dass meine Eltern mich so unterstützen. Und mir auch noch helfen, da irgendwie rauszukommen aus der Situation. Es ist eigentlich doch ganz gut. Also meine Eltern sind schon, die helfen mir echt. Vielleicht kann es doch noch was werden. Ladies first, natürlich. Danke. So, freust du dich auf ein Party, Anna? Ja, wird bestimmt wieder mega lustig. Richtig gut, guck mal. Hier haben wir schon noch ordentlich essen. Dann packen wir es mal drauf. Ne? Ach ja, kannst du vergessen. Und hier ist noch das Wichtigste, das habt ihr wohl vergessen, ne? Was? Für eure Party. Also, das braucht ihr wohl. Danke. Wieso gibst du uns denn was? Ja. Die gute Mutter, ne? Du hast es gesehen? Geil. Sind diese ganze Flasche spendiert. Oh mein Gott, das wird ja mal voll geil. Ich freue mich auch total. Ich meine, das wird wieder bestimmt genauso lustig wie letztes Mal. Und Melly kommt ja sowieso total sympathisch rüber. Also, es wird schon nicht schief gehen. Ich freue mich richtig auf nachher. Ich meine, das wird, glaube ich, richtig cool. Ich meine, guck mal, wir haben so. Ah, nee, das ist falsch. Wir haben das von meiner Mutter bekommen. Oh mein Gott, eine ganze Flasche. Hat jetzt niemand gesehen. Ich finde dieses Spiel so geil, ne? Und ich freue mich schon mega, das wird bestimmt mega lustig. Das ist genau geil, da guck ich mal dieses Spiel. Das kennst du ja auch, das ist da wird sogar fast bestes geil mitspielen. Ja, da kann er nicht Nein zu sagen. Das wird so geil, ne? Guck mal, wir haben auch genug hier. Oh, ich mach mal auf, ne? Hallihallo! Hi, komm rein. Hallo. So, hi. Alles gut? Alles bestens. Bei dir auch? Ja. Ach, ich sehe, ihr habt sogar was mitgemacht. Natürlich. Ja. Aber nicht für mich, ich habe überlegt, ich könnte halt einfach der Fahrer sein, so nicht, wenn wir das Auto von deinen Eltern kriegen. Nicht für dich? Ja, ich könnte einfach fahren, so. Egal, wir schaffen das schon. Ja, was ganz Neues. So, setzt euch. Guck mal, Pascal, wir haben so ein schönes Spiel. Da musst du mitmachen. Ja, aber das kann ich auch einfach so mitspielen. Also, nee, das ist ja langweilig. Klar, das macht doch viel mehr Spaß. Ich hab, nachdem wir jetzt, ich kann nicht schon wieder in der Technik. Doch, ich klar. Nein, ich will einfach mal eine Runde machst du mitmachen. Eine Runde. Ich meine, guck mal, was ihr hier. Ihr habt selber was mitgebracht. Das haben wir von meiner Mutter geschenkt bekommen. Von meiner Mutter. Hallo. Komm, das musst du machen. Bist du dabei? Eine Runde. Eine Runde? Eine Runde. Okay. Aus einer werden drei. Ich spiele nur eine mit. Ja, okay. Auf jeden das Fall. Sagst du jetzt. Ja. Nee, eine Runde. Nee, sagst du nur jetzt. Aber mach nicht gleich so voll. Ich oh, ja, doch extra viel. Ey, wo ist mein Glas überhaupt? Ich hab gar kein Glas hier. Ja, da geht. So. Ah, passt. Für die erste Runde ist okay. So. Und wir beide machen jetzt zusammen das Interview? Okay. Also, das Spiel macht doch ganz viel Spaß. Also, wir werden schon ganz viel Spaß haben. Also, ja, bin ich mir ganz sicher. Das Spiel ist auch schon das beste Trinkspiel, was es gibt. Genau, das ist echt, das macht super Spaß. Guck mal, Pascal trinkt auch mit, also das ist doch mal mega gut, also wenn ja, Pascal nicht mitgetrunken hätte. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das hingekriegt haben. Das wäre uns echt viel zu langweilig gewesen, wenn er nicht mittrinken würde. Warum wurden Joey und Mandy jetzt zusammen interviewt? Ja, das frage ich mich halt auch, also vielleicht kann man uns das mal sagen. Hm. Ja, wie ist denn so Mutter zu sein? Ja, ganz okay. Hm. Ja, Abend ist auf jeden Fall lustig. Ja, macht Spaß. Aber wieso werden die denn jetzt zusammen interviewt? Das kenne ich auch die ganze Zeit. Verstehe ich einfach nicht. Oh. 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 Was? Also von mir aus? Ja. Kann ich euch jetzt zum Bowlen. Ich fahre jetzt zum Bowlen. Was hast du denn? Du fährst uns so. Ja, ja, klar. Du hast schon ey, es ist das Stück. Mal, das ist schon mal. Ja, ja, eine Runde habe ich mitgedrückt. Ja, es lief halt nicht so gut. Es lief halt nicht so. Doch, ich fahre, ich bin der Fahrer und fertig. Ich frage meine Eltern und fertig. Okay? Mama? Papa? Könnt ihr kurz kommen? Könnt ihr uns vielleicht zum Bowling Center fahren? Also ich nicht, ich hab das Kind da oben. Ja, und einer reicht. Du fährst. Ja, hä, wenn er ein Bier hat, dann kann ich auch fahren. Nein, du! Nee, hallo? Mal höchstens 2 oder 3 oder so. Das macht er nicht, er kann erfahren. Ja. Papa, fahr einfach, okay?
Was denn hier noch? Ja, nichts für dich. Nein, das ist nichts für dich. Nein, du musst fahren, du musst fahren. Ja, wir können beide fahren. Nee, das geht nicht gut, glaube ich. Ich kümmere mich um das Kind oben, ne? Also, Papa, du fährst uns hin? Boah, klar, wir gehen wohl. Komm, Leute, los. Ja. Papa, du fährst uns? Nicht, dass du es hinkriegst? Ja, ich hätte aber voll auf fahren können. Also, nein, du doch nicht. Du kippst doch hier schon um. Du kippst, warte. Nee, also mein Vater fährt, also du nie im Leben, Mann. Wir gehen los. Ja, so, wir gehen los. So, rein da, ne? Jo. Ich sitz vorne, ja? Jo, perfekt. Komm mal rein. Was bist du denn überhaupt hier? Ich setz mich gleich rein. Ja. Alles klar. Jo. So, rein hier. Du fährst, ne? Oder den. Weißt du was, eigentlich könntest du auch mal fahren. Du könntest das mal lernen und sowieso nicht so. Finde ich auch, es wird mal Zeit, dass du es lernst. Ich? Hier fährst du hier mit Alkohol. Ich hab schon was getrunken. Ja, okay, ich krieg's. Fährst du? Fährt der wirklich jetzt? Ist das denn, Alter? Du musst das auch mal lernen. Hä? Komm rum jetzt. Okay. Ja. Hey, da bleib ich wirklich hier vorne. Junge, was ist denn jetzt? Ich fahr jetzt mal rum. Jetzt fährt er nicht tot. Warte. Aber fahr vorsichtig und mach das Auto nicht kaputt. Alles gut, wir machen hier nicht kaputt. Ja? Willst du das noch haben? Hä? Es geht nicht! Wie geht nicht? Vorhin war doch noch Benzin drin. Es geht nicht an! Aber das ist doch noch so ein bisschen. Hä? Was ist das denn? Und ich dachte, das reicht noch. Was weißt du was, seit das Kind da ist, ist echt kein Geld mehr da, ne? Nicht mal mehr für Benzin. Ja, und jetzt? Beim Benzin oder wie? Oh Mann, wir waren eben mal noch Babysachen kaufen. Und dass wir jetzt überhaupt hier wirklich mehr wegkommen, jetzt hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, der Sprit reicht noch. Naja, wir morgen losgehen und was kaufen, wenn wir das Geld wieder haben. Aber das Baby, das ist auch so teuer. Das Geld, das geht nur weg. Und naja, irgendwie, das kann so nicht weitergehen. Und irgendwie unangenehm. Unangenehm? Alter, das ist schlimmer. Das ist voll scheiße, dass wir nicht selber machen können hier. Wir haben nicht genug Geld und damit wir überhaupt wegkommen. Wir Warum? Können nicht mal mehr Auto fahren. Warum sind Babys so teuer? Ja, das hat uns niemand gesagt vorher. Nee. Ey, voll schlimm, Mann. Aber. Ey, bleib doch mal stehen. Stehen, gerade. Bleib bitte. Was machst du denn? Nee, also. Wir können eh nichts mehr dran ändern, ne? Also und ich dachte, ich werde heute von dir totgefahren. Das glaubst auch nur du. Ja. Ich hätte ihn nie im Leben gemacht. Ja, nee, jetzt echt nicht. Jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit abgewürgt. Das war's mal mit Polen. Ja. Ja. Moin. Ja, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Hey Mandy. Ja? Du hast also 9 Freunde vor mir. Ja, aber wie kommst du jetzt da drauf? Weil es mich interessiert. Ich meine, kenne ich jemanden von denen? Naja, ihn kennst du auf jeden Fall. Es tut mir voll leid für Joey, dass es mir rausgeplatzt ist. Und auch für Pascal. Weil wir sind ja jetzt zusammen und es ist sicherlich unangenehm. Aber es ist schon 2 Jahre her. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, hatten ich und Joey eine sehr schöne Zeit. Boah, das kam gerade echt zu plötzlich, als Mandy dann mal gesagt hat, dass wir mal zusammen gewesen sind. Ich meine, jetzt wissen das Sandy und Pascal auch noch. Also, so gut wie alle Freunde, die ich habe, wissen jetzt. Und ich weiß nicht, was die jetzt von mich denken. Nee, keine Ahnung, aber. Ach Gott, aber wenn ich so drüber nachdenke, über die Zeit, in der wir zusammen gewesen sind, die war ja schon schön, aber. Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, dass die beiden es jetzt auch noch wissen. Also, drüber nachdenken ist schon krass, ja? Dass Joey und Mandy mal was miteinander hatten. Aber ich habe keinen Bock, ich meine, wir feiern und ich will einfach bowlen gehen. Ich habe keinen Bock, heute über irgendwas nachzudenken. Ich meine, das ist so mein neues Leben. Und ich will jetzt einfach, ich habe keinen Bock mehr auf Streit und ja, ich will bowlen. Hey. Ja. Wisst ihr was? Ich habe nachgedacht. Ja. Und ich finde, ey, ich meine, es ist ja 2 Jahre her so zwischen. Ich habe auch
Ich will nicht, dass das irgendwas kaputt macht, weil der Abend ist super lustig so. Ja. Bis auf jetzt, klar. Aber lass doch einfach zu Fuß zum Bowlen gehen. Ja, ja, lass machen. Also, lass machen. Hier, Party. Ja, Party. Sandy, bist du dabei? Zu Fuß? Nee, ich hab keine Lust. Ja, kriegst du sonst so einen Schluck. Nee. Ja, komm. Ich geh mal nach dem Kind gucken. Dann nehme ich halt einen Schluck. Wir gehen bowlen! Ja, bowlen! Komm, kannst du gehen? Ich kann super gehen. Mir ist die Lust nach dem Feiern. Ich habe jetzt einfach keine Lust mehr zu feiern. Ich muss erstmal mit den Eltern von Joey reden, wegen Jacqueline. Vor allem wegen des Geldes. Also, es tut mir einfach so leid, dass das ganze Geld zu Jacqueline geht, also zu uns. Und wir einfach nicht zurückgeben können. Und außerdem bedrückt mich auch die Sache mit Joey und Mandy. Also, ich finde, er hätte mir schon etwas sagen können. Aber jetzt werde ich erstmal mit Joeys Eltern reden. Party! Yeah. Ja, hier, alles aus, jetzt wird gefeiert. Yo. Heute vergessen wir mal Sandy. Ich glaube, wir vergessen heute einfach mal alles. Ja. Alles einfach alles vergessen. Heute, nee. Ey, ich finde das ernsthaft. Was? Heute ist komplett alles vergessen und Neustart. Genau. Einfach neuer Tag, neues Leben. Neues Ich. Also ja, du und jeder ich. Jeder nimmt nochmal einen großen Schluck und dann gehen wir los. Ein? Doppelt hält besser, Schluck. Guck mal. Okay. Oh, Alter. Ich glaube, ich vergesse auf jeden Fall alles. So, komm, wollen wir los, Leute? Ja. Lass losgehen. Perfekt. Dun, 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 dun. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich könnte ja mal weniger arbeiten gehen, dann könnte ich aufs Kind aufpassen, wenn es euch was weiterhilft. Der ist so süß, die Kleine. Ja, ich finde auch. Das schaffen wir schon. Ich mache weniger Stunden und dann kümmere ich mich um derzeit um das Baby. Da hast du auch ein bisschen Zeit. Hast du mal 10 Euro? Die kann ich schon mal Sprit holen fürs Auto. 2 Euro im Portemonnaie. Willst du dir haben? Ja, ich krieg das schon wieder. Bis später. Dann werde ich jetzt mal bei weniger Stunden irgendwie schieben, damit ich mich so ums Kind kümmern kann. Das kann ja so nicht weitergehen. Das schaffen wir schon. Joey muss jetzt echt mal anfangen, irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Er muss mal selber Geld verdienen. Er hat jetzt eine Familie. Da kann er nicht mehr Party machen wie früher. Es ändert sich halt was. Kann er mich einfach mit dem Kind alleine lassen und dann feiern gehen? Ich meine, es ist auch sein Kind. Außerdem haben wir kein Geld und er geht trotzdem feiern. Soll er mal arbeiten gehen und sich um uns kümmern und nicht feiern gehen und mit Freunden die ganze Zeit was machen. Hier, warte, kennt ihr? Warte, das ist hier Mallorca, ist mein Leben. Und jetzt kommt's. Ich verkaufe meinen Körper ganz billig. Ganz billig. Wow! Das kenn ich nicht. Alter, wie spät ist? Muss man das kennen? Keine Ahnung. 15 Uhr ist nur einmal im Jahr. Ja, genau. Boah, wir wollten mal zum Bowling Center, oder? Okay. Lass mal hingehen. Jo. Komm. Hä, warte, Aufgabe. Ja? Du musst hier rüber. Und wir müssen beide hier retten, beide. Okay? Ich sag, er schafft's nicht. Nee. Schaff's nicht? Nee. Okay, du musst sicher sagen, er schafft. Ja, okay. Okay, der Verlierer trinkt einen Schluck. Nein, der Verlierer ex bis hier. Oh! Okay. Ja, aber dann muss ich das ja mal schaffen. Jo, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, warte. Geschafft! Er ist überhaupt nicht betrunken. Überhaupt nicht betrunken. Aber ich habe recht gehabt, oder? Ja. Was bedeutet das nochmal? Ach, das macht doch jeden. Was hat denn bis hier, hat mir gesagt, oder? Nee. Nee, war mindestens bis hier, glaube ich. Nee. Doch. Okay. Und, ist gut? Oh. Alter. Ey, wie komme ich hier wieder raus? Keine Ahnung. Ja, nur hier noch einen Schluck. Aber oh, das reicht. So, was war denn? Um 15 Uhr. Komm, wir gehen weiter. Um 15 Uhr. Hey. Oh, geil.
Ja. Ja, also ich bin da. Ja. Ich bin auf jeden Fall richtig gut im Bowlen. Also. Ich hab doch nicht genug. Gut, nee. Ja. Ey, wartet mal, Leute. Ey, das Bowling ist ja dazu. Wie? Es ist Ruhetag oder so steht hier. Wie Ruhetag? Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ruhetag. Ich glaube, die machen da nichts einfach. Ach, Scheiße, gib mir. Ich jetzt erstmal. Leute, ich hab noch was hier zum Notfall. Wir können auch einfach hier feiern. Ja, geil. Oh, geil. Journal-Party. Journal-Party. Ja, hinsetzen und... Vielleicht nicht auf dem Fahrradweg. Hä, was Fahrradweg? Ich kann auch da vorbeifahren. Weil das ist genug Platz, oder? Genug Platz für alle. Jo, ey. Guck mal, haben wir davon noch mehr? Das ist voll geil. Hä, halt. Wir haben jetzt voll neu. Ja. Boah, ey. Das brennt aber auch nicht weg, ne? Das stimmt. Es gibt ja diese ach, ey, wie heißen die? Es gibt ja diese Flipflops und was? Es gibt ja diese Flipflops und was tragen Menschen mit zwei linken Füßen? Oh, Flipflops! Und. Also ich finde, ich ziehe das weiterhin durch mit wenig Alkohol. Hier sieht man daran eine Linie ohne völlige Probleme. Und das ist nämlich die Wichtigkeit. Dass man, Alter, ich mache hier gerade Gleichgewicht. Das brauchst du nicht. Doch. Gleichgewicht. Und, weil ich finde, ich möchte mein neues Leben mit der seriös. Und das ist wichtig. Pascal und Joey sind schon ganz süß. Mhm. Alter, ich glaube, ich habe noch nie hellen blauen Himmel beim Feiern gesehen. Nee, ich glaube. Doch, dein Sonnenaufgang. Oh, voll Sonnenaufgang. Geil. Ja, beste Zeit. Oh, jetzt so ein Sonnenaufgang wäre schon geil. Mhm. Ja, ne? Ja. Das wäre schon echt mega. Ja. Boah, Alter. Alter, was ist jetzt denn? Ey, was hier? Geile Gegend. Mach geile mal keinen Gegend. Stress hier. Nee. Find. Ja. Wir spielen ein Spiel. Jo. Okay. Wer muss der Kuss? Nee. Was? Der Kuss, der muss. Was? Hä? Was laberst du denn da überhaupt? Ich schlage ein Spiel vor. Ja, welches denn? Warum denn? Er denkt sich ein Spiel aus. Genau, ich bin nämlich kreativ. Du? Ja. Das kennst du nicht mal als Wort, ne? Kreativ. Ach Gott, schon mal gehört, glaube ich. Aber wer braucht das schon? Ja. Und ja, die Regeln dabei sind, dass wir dir einen Kuss auf die Wange geben. Das ist so. Das ist leicht. Das war's. Kann man auch verlieren? Nee, ich glaube nicht. Das schaffen wir, oder? Ja. Ja, okay. Komm. Wir zählen auf drei und dann gibt's den Kuss. Okay. Und dann ist das Spiel zu Ende? Ja, normal, oder nicht? Ja, also, ich find's super. Ein großer Schluck vorher. Ja, genau. Ja, den brauchen wir auch. Ja. Okay, so, und dann zählst du? Von ihr abwechselnd zählen. Ja, okay. Drei. Ich dachte, drei geht's los. Achso, eins. Ja, nee, runter. Zwei. Runter zählt immer okay, runter. Okay, okay. Da bei dem Spiel, das ist die Regel, das ist ganz wichtig, runter zu zählen. drei. Zwei. Eins. Und. Das ist genau. Ja, guter Papa hier, schön mit dem Wodka. Oh Mann, ey, oh. Ey, das ist halb leer. Ey, wir haben noch nichts. Lass mal deinem Lütten noch was übrig. Ja, okay. Sorry, mein Junge. Oder Lütten. Lütten. Ja. Leute, ich glaube, ich muss auf meiner unsichtbaren Uhr. Ja, ist ganz schön spät schon, ne? Sie sagt mir, glaube ich, dass ich gehen bleib muss. Doch, du kannst doch bleiben auch ein bisschen noch. Nee. Finde es so schön hier gerade. Da sind die Bowlingbahn und alles. Ja, genau, nee. Die Bowlingbahn. Ich glaube, ich gehe jetzt. Hab nicht so jo. Lust auf Babysitten. Ja, dann tschüss, ne? Auf Babysitten. Weißt du, es ist ein richtig guter Abend. Ja? Richtig guter Abend einfach. Richtig guter Abend. Ist es überhaupt schon Abend? Hä? Ist es überhaupt schon Abend? Ja. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich auch nicht. Oh. Ich brauche hier so rüberklettern, oder? Ja, kannst gar nicht glauben, dass du Vater bist. Ich Vater? Ja, ja Papa, trink mal einen Schluck.
geht das? Oh, hier halt. Ja. Oh. Ey. Ja? Ich habe irgendwie Probleme mit Vater sein, glaube ich. Ja, ich meine, jetzt ist auch viel zu früh für ein Kind, so. Ja. Das sei mal dahingestellt. Ja, keine Ahnung. Was? So, der Abend mit Mandy, das war so Leben, das war Entspannung. Ja, kein Kind. Ey, kein Kind. Alter, was sind die Laute, ne? Was ist das? Ja, jetzt erfährt mir da jetzt Trommelfell mit, glaube ich. Ohne Kind. Stell dir mal vor, wir das aussetzen. Aussetzen? Ja, wir können einfach aussetzen. Jacqueline, meinst du? Ja, aussetzen. Wir alle Probleme weg. Auf oh. Einmal weg. So, oh. Ja. Oh mein Gott. Warum nicht? Machen wir das? Ja. Ich helfe dir. Ich helfe dir bei allem. Oh, ich helfe dir bei allem, Joey. Das weißt du. Dann los. Machen wir. Los. Und runter hier. Ja. Also, man merkt das einfach. Joey hat sich komplett ins Schlechte. Also, nicht, er ist nicht kein schlechter Mensch, aber das Kind. Das ist schlechter Einfluss. Und das tut ihm auch nicht gut. Ich habe es auch, eigentlich habe ich es auch gespürt. Ich habe es zwar gesegnet und alles, als ich. Aber ich, vielleicht ist es auch vom Teufel besessen. Das muss einfach, es muss weg. Das muss einfach weg. Die Hauptsache ist einfach, dass das Kind weggeht, dass ich es irgendwo hinsetze und. Der, der es findet, soll glücklich sein. Und da soll der die Probleme haben, nicht ich. Das soll der haben, der das findet. Ja, genau. Naja, ihr müsst jetzt auf jeden Fall ganz still sein, wenn wir reingehen. Sonst, also ist uns niemand erwischt. Wir wollen jetzt ernsthaft in mein Haus einbrechen, um das Baby zu holen. Aber Pascal wird, glaube ich, viel zu laut sein. Wir kriegen das hin, aber meine Schlüssel, wo sind die eigentlich? Hä? Nee. Ja, wo sind die? Ja, was ist das hier alles? Ey, wann habe ich denn das hier reingesammelt überhaupt? Seit wann habe ich überhaupt ein Auto? Alter, was ist das denn überhaupt hier? Meine Schlüssel. Wo sind die? Das soll doch nicht in der Tasche sein. Hier sind keine Schlüssel. Nee, ich glaube, das sind die falschen. Oh, da ist er ja. Oh mein Gott. Puh, können wir es doch rein? Er ist hier, oder was? Eisenstill. Komm hoch, Vollidiot! Lass, sei leise! Wir müssen leise sein! Okay? Leise! Oh. Geh mir jetzt, ey komm! Was machst du? Geh hoch! Verdammt! Oh shit, Mann, du kommst! Geh euch zeigen! Sei da mal leise! Leise! Er findet das Loch nicht. Sei doch mal leise. Das Loch nicht. Du bist gleich leise. Ja. Leise. Was macht die denn da? Das ist deine Mutter. Ja. Was macht die denn? Ich weiß das nicht. Ist die wach? Ist die wach? Keine Ahnung. Beschwört der Geister oder sowas? Vielleicht denkt sie, sie ist ein Geist. Vielleicht schlaft man nur die oder so, keine Ahnung. Komm, geht das zu. Ruhe, geh mal rein. Fangst du. Komm. Jetzt die Augen dort auf. Ich sehe das nicht. Ich kann nichts mehr, Alter. Dass sie nachher auf die Treppe runterfällt. Vielleicht nicht weg, nicht weg, nicht weg. Thank you.
Jessie. Geschrieben. Was? Zeig her. Du musst mir doch Bescheid sagen. Anzeige.
Wir vermissen. Oh. Alles gut. Nee, das mal sagst du Bescheid. Ich hab geschlafen. Ich muss mein Fahrrad noch kurz reinstellen. Nein, lass unsere Tochter hier. Ja. Gib mal das Baby bitte her. Ja. Weil wenn ich hier getroffen habe, die so lachen hier. Ist schon wieder stinkbesoffen, ne? Oder der Drogen, oder keine Ahnung, was ist denn los mit dir, Mann? Hey, was ist los? Ey, und wisst ihr, was er mir erzählt hat? Weißt du noch, was er erzählt hat? Mhm. Könntest du mir sagen, bitte, was los ist hier? Nee. Willst du das sagen? Ja. Die wollen das Kind aussetzen. Wir? Das Kind was? Aussetzen? Nein. Was denkst du von uns? Was ist hier? Und der Drogen ist der oder was? Ich denke, du bist getrunken? Clean wieder und hörst auf damit. Wir wolltest du euch unser Kind aussetzen? Wir haben nichts getrunken. Ja, ich? Die Arme. Ich wollte gar nichts machen. Ja, Pascal. Saufkorb, ey. Oh. Wie bist du jetzt hergekommen? Von. Warum ihr beide? Also, warum wir beide? Ich hab den draußen gefunden, den Lappen, ey. Was bist du nur für ein Vater? Es ist aus. Ja, wenn du mal die Kleine, das ist bei dir viel besser aufgehoben. Das ist immer Freund. Er hat Verantwortung zu haben. Danke. Einfach nur alles egal. Das mit dem Baby und ich kann einfach nicht mehr und das ist einfach alles viel. Mir tut einfach alles weh. Also es ist alles wie ein Traum. Ich meine, was haben wir nur gemacht und ich hoffe, es geht dem Baby gut. Ich bin so sauer, ne? Sauer? Ich bin wütend, echt. Vorher auch traurig irgendwie. Schmeißt das Kind weg wie ein Tier. Wie so ein Hund, ne? Dann haben wir das ganze Geld jetzt umsonst ausgegeben, was wir dem Kind geschenkt haben, oder was? Das war's jetzt endgültig. Ich kann nicht mehr. Ich bin so enttäuscht von ihm. Wie kann man nur auf diese Idee kommen und sein eigenes Kind aussetzen? Soll er sein Leben ohne mich und Jacqueline leben? Wir wollen jetzt mal einkaufen gehen. Kannst du das mal bitte mit Sandy klären, diese Geschichte? Ja. Hallo? Wirklich klären, ja. Ne? Ja, mach ich klar. Denn du bist Vater geworden und du hast gewisse Verantwortung, mein Freund. Bis später. Tschüss. Tschüss. Du sollst zu Sandy gehen. Komm jetzt. Tschüss. Geh zu Sandy. Ja. Er hat echt was wieder gut zu machen. Mhm. Ich meine, auch bei Sandy. Auch bei Sandy. Wir haben gestern den ganzen Abend das Baby gesucht. Ich meine, wie kann man sein eigenes Kind aussetzen? Haben wir es beigebracht? Nein. Gibt's gar nicht, oder? Nee, von uns hat er das nicht. Nee. Boah, ich habe echt gar keinen Bock, mich darum zu kümmern. Das ist alles nur Stress mit der Familie, nur wegen diesem Kind. Ich will das alles gar nicht, aber ich habe gestern zum allerersten Mal seit mehreren Wochen echt mal wieder so richtig Spaß gehabt. Ich konnte richtig lachen und das war einfach nur mega cool mit Mandy. Ich würde sagen, ich rufe sie einfach mal an. Ich weiß, sie kann doch mal vielleicht herkommen. Rufen wir sie einfach mal an. Hoffen wir mal, dass sie auch rangeht. Okay. Ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, bin ich auch schon. Okay. Hallo. Hallo Mandy. Wer ist da? Hä? Hier, Joey. Von gestern. Ah. Ach, hi. Okay. Ja, ich wollte fragen, hast du vielleicht Lust vorbeizukommen? Haben wir jetzt so. Sofort? Ja, gleich. Komm einfach vorbei. Okay, okay, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Ach, hi. Hi. Hi, moin, moin. Ich habe was vorbereitet hier. Können wir was kochen? Ja. Hattet ihr gestern noch Spaß? Ja, das war echt mega cool gestern. Isst du Fleisch? Siehst du aus? Eigentlich schon, aber isst du nicht? Nee, esse ich nicht. Gut, dann
Ich gebe dir eine Gabel, dann kannst du es alles rauspulen. Ich habe mir das schon mal vorbereitet, halt, aber. Okay. Ja, das passt schon. Ja, okay. Ich meine, wenn einmal Fleisch ist, ist das schon auch okay, oder? Hast du es selber gekocht? Ja. Also mehr oder weniger. Also, ja. Oh, das ist ja. Hat ja wohl doch Vorteile, Vater zu sein. Ja, ne? Also, wir können schon mal essen. Ja, ist noch nicht, glaube ich, noch ganz durch, aber wir warten mal ganz kurz. Okay. Der Joey, der hat extra für mich gekocht. Das ist so krass. Das hat noch nie jemand für mich gekocht. Und dass er sich extra die Mühe für mich macht. Es riecht zwar nicht so gut, aber er hat gekocht. Ich möchte auch mein früheres Leben zurück. Und sie hat sich null verändert. Sie ist genauso wie früher. Und das Essen hat sie auch nicht gemerkt, dass das gekauft war. Also das ist, als ob ich kochen könnte. Und ich will auch nicht mehr übrigens so viel Verantwortung haben. Und das ist... Es ist einfach besser, dass sie jetzt hier ist. Ich glaube, es dauert auch echt viel zu lange. Lass mal was anderes machen. Wir können was trinken gehen. Also hier im Wohnzimmer, oder? Trinken? Trinken. Ja, das trinken. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe was mitgebracht. Von gestern noch. Von gestern noch? Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich es mit reinnehmen soll. Ach, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Ey, das war voll lecker. Also, oh mein Gott, das ist immer voll geil. Muss ich irgendwie was von mir nehmen? Komm, lass mal. Ja, wie gesagt. Ja, kannst du mitnehmen. Kommst du? Ja, wir gehen ins Wohnzimmer. Setz dich einfach. Dann trinken wir jetzt erstmal, bis das Essen fertig ist. Ja, wir dürfen es aber nicht vergessen, ne? Also. Okay. Ah, viele Stunden passt. Okay. Seit wann trinken wir eigentlich aus Gläsern? Ja, kann man machen, ist egal. Früher haben wir das nicht gemacht. Ja, okay. Dann ist es jetzt was Neues. Wir haben jetzt die Gläser eingeführt. So. Kannst du dich noch an früher erinnern? Ja, schon. Aber also, war alles super. Ja, wir hatten eine schöne Zeit. Trinken kannst du auch nicht mehr. Nee, wollte ich glaube ich noch nie. Oh. Ach, du warst immer schon so tollpatschig. Ah, ja, so bin ich halt. Aber du hast ja auch voll nicht verändert, also immer noch genauso wie früher. Danke. Kein Problem. Ich finde das irgendwie schön. Das, irgendwie finde ich das doch schön, dass du Vater geworden bist. Echt? Ich find, ja. Auf einmal? Ja, du wirkst irgendwie so reif. Danke. Ich meine, du hast mich gekocht. Ja, das stimmt. Das war... hättest du früher niemals gemacht. Ja, also... Ist das nicht schön? Ja, also, ist schon... Ich vermisse die schöne Zeit mit uns. Ja, nee, ich kann das nicht. Was kannst du nicht? Ich kann das aber nicht. Chill doch mal, ich hab doch dich gerade nur berührt. Ich kann das nicht, du musst gehen. Warum muss ich denn jetzt gehen? Du hast mich eingeladen. Nee. Ich kann das nicht, du musst gehen. Du hast extra für mich gekocht. Du musst gehen. Ja, weißt du, wohin ich gehe? Ich gehe jetzt zu Pascal. Ja, ich muss... Du machst dir noch alles kaputt. Ja, komm, nein, nein, gehen. Der Einzige, der hier alles kaputt macht, bist du. Kann ich nochmal das Bad benutzen? Ach, komm. Da Joey ja jetzt keine Zeit hat, schicke ich einfach Pascal ein Foto. Und mal sehen, was er schreibt, aber am besten schicke ich ihm gleich ein Nacktfoto. Ich hätte das überhaupt nicht machen müssen, ey. Es geht, läuft gerade nicht so wie geplant. Es läuft gerade alles noch schlechter, als ich überhaupt geplant hatte. Nee, was habe ich hier nur gemacht, Mann? Ich hätte sie einfach nicht einladen sollen aufs Essen. Essen? Ich glaube, ich lade einfach Sandy ein. Ich meine, Essen ist noch da, sie isst Fleisch. Ey, voll die gute Idee. Es kann, glaube ich, doch noch was Gutes werden. Jetzt wird Sandy eingeladen. Du musst gehen, komm. Lass mich kurz telefonieren. Hey, Pascal. Ja, gut. Hast du das Foto bekommen? Foto? Ja. Das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Wir können es treffen, meinst du? Lass es doch treffen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, ja, gleich? Ja, parken. Vielleicht parken. Also okay, super. Bis gleich. Ja, geil. Aber jetzt schnell hier. Komm. Ja. Viel Spaß bei deinem Leben. Ja, tschüss. Alter, das Foto, was du mir geschickt hast, das war einfach so... wunderschön, es ist so geil. Ich freue mich jetzt total, mich mit dir zu treffen und
Ja, ich, keine Ahnung. Das, ja, ich freue mich jetzt einfach drauf. Wir gehen raus in den Park und das wird bestimmt mega. Ich, ja. Irgendwie war es doch komisch mit Joey. Die Tatsache, dass er ein Vater ist, schreckt mich doch ein bisschen ab. Aber ich freue mich jetzt endlich in den Park zu gehen bei dem guten Wetter. Und Pascal hat mein Foto gefallen, also können wir nur noch Spaß haben. Hi, komm rein. Na, es gibt was zu essen. Ich habe Essen gemacht. Gut. Setz dich mal hin. Du willst bestimmt was trinken, ne? Mhm. Was möchtest du denn haben? Möchtest du ganz normal Wasser oder irgendwas Alkoholisches oder so? Ja. Was denn? Okay. Ist egal. Hast du ein bisschen Wasser? Fühl dich einfach. Es gibt hier heute Essen. Ich habe hier, guck mal. Du isst doch Fleisch, ne? Ja, ne? Du isst ja perfekt. Super, habe ich extra für dich gemacht. Nur für dich. Und ich fühle es ja auch, aber erstmal möchte ich kurz was sagen. Und zwar wollte ich mich dafür entschuldigen für gestern. Das tut mir leid. Ja? Okay. Aber es tut mir wirklich leid. Wirklich. Ja. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ich habe mir so viel Mühe mit dem Essen gegeben und allem. Und sie juckt es halt einfach nicht, dass ich hier irgendwas Tolles vorbereitet habe oder so. Und irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ich muss Joey jetzt etwas beichten. Es geht um was sehr Ernstes und ich bin gespannt, wie er reagiert. Es tut mir leid. Ich muss dir was sagen. Was denn? Aber du darfst nicht böse, also ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das ist, es war als, also als was wir denn? Nicht zusammen waren, als wir Streit hatten und, ja. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe mich dann mit Pascal getroffen. Mhm. Und es kann sein, dass du nicht der Vater bist. Wie? Ich nicht der Vater von dem Kind? Ja. Ich nicht? Also kann es sein, dass Pascal der Vater von dem Baby ist? Ja. Mach doch, was du willst. Ich hau ab. Der ist unglaublich gut. Oder? Ja. Wie alt ist er denn? Hey, Pascal. Oh. Komm hoch! Hallo, komm hey hoch. Joey! Komm Joey. Hoch! Was komm hoch! Bist du doch ganz dicht oder was? Du hattest was mit Sandy! Ich hatte doch nichts du mit Sandy! Du hattest was mit Sandy! Kann ich vielleicht mal aufstehen? Ja, komm hoch! Ja! Kannst du vielleicht wieder runter? Du kannst dich jetzt mal beruhigen! Ey. Nee, kann ich nicht! Nicht runter, okay? Du hattest was mit Sandy! Ich hatte nichts mit Sandy! Du machst dir die ganze Sache! Ich hol ihn! Du kannst doch einfach hier mein Date kaputt machen! Ja. Was ist das für eine Scheiße? Mir doch egal! Komm! Was sonst? Ja, sonst! Was sonst? Ja! Was? 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 Ich hatte nichts mit Sandy. Das ist hier nicht einfach. Wir werden wir noch mal sehen, was hattest du dir, okay? Ja. Bist du jetzt Drogen oder was? Schau. Ja. Ist das okay? Ja. Das wird dir nicht stimmen, Alter. Pascal und Joey sind echt amüsant. Aber ich kann gerade nicht glauben, dass sie sich darüber gestritten haben, wer der Vater ist. Die zwei sind wie Kinder mit Kind. Das Date mit Mandy war echt schön. Ich habe das, keine Ahnung, wir verstehen uns irgendwie total gut und Joey hat alles kaputt gemacht. Ich verstehe auch überhaupt nicht, ich hatte nie was mit Sandy. Wie kommt er denn darauf? Ich musste was einfach damit konfrontieren. Ich meine, ich muss wissen, wer der Vater ist. Wenn ich jetzt nicht der Vater bin, dann habe ich auch keine Probleme mehr. Aber dann ist es halt mit Sandy, weil ich will halt Sandy als meine Freundin haben. Nicht, dass die mir irgendwie fremd geht oder so mit Pascal oder... Das... Ich brauche einfach Klarheit, dass ich weiß, dass das Kind von mir ist und ich dann theoretisch das Problem mittragen muss, aber ich brauche einfach nur Klarheit. Ja, ich habe echt keine Ahnung, was Joey wollte, aber ich finde, wir sollten uns von ihm nicht den Tag kaputt machen lassen, so, weil... Ja, nee, weißt du, ich bin der Meinung, du solltest erstmal deine Probleme klären und dann kannst du dich wieder bei mir melden.
Nee, nee, das nicht. Ich brauche den Test. Den Test? Den Test. Ja, ja, genau den, genau den. Ja, kann ich ja, dann rein. Ja, ciao. Danke. Ich muss aber wissen, ob Pascal oder jetzt doch ich der Vater bin. Ich will es einfach nur wissen, damit ich sicher sein kann, wie die umrasten. Ich muss es einfach nur wissen. Hä? Ich bin doch der Vater. Macht gar keinen Sinn, hä? Sandy? Ich bin der Vater, ich habe den Vaterschaftstest gemacht. Ach was, das war auch alles nicht ernst gemeint. Du hast mich die ganze Zeit leiden lassen, die ganze Zeit hin und her und jetzt wollte ich dir alles zurückgeben. Du hast auch mal verdient zu leiden. Die ganze Zeit lässt du mich leiden. Das ist hart. Aber immerhin bin ich der Vater. Was denkt Pascal denn jetzt von mir? Ich wollte eigentlich keine Schlägerei zwischen Pascal und Joey auslösen, aber ich finde gut, dass es ihm jetzt auch mal so unangenehm war. Das hat er echt mal verdient. Lass mal Pascal anrufen. Ich hoffe mal wieder. Na? Hey Pascal, ich wollte mich einmal bei dir entschuldigen wegen letztens, du weißt ja bestimmt, ne? Ja, das war echt eine Scheißaktion. Ja. Tut mir leid, aber das war einfach so, dass Sandy mich reingelegt hat. Sie hat es aber nur so erzählt, damit es mir mal so richtig scheiße geht. Ich kann sie auch verstehen und so, aber... Ja. Ja, mit dem ganzen Alkohol und so, das ist einfach... Das bringt einfach nichts. Ja, nee, das muss irgendwie geändert werden. Aber jetzt habe ich mir so gedacht, muss ich irgendwie mehr Verantwortung übernehmen, nächsten Schritt gehen und... Ich glaube, ich mache hier einen Antrag. Das ist voll die gute Idee, Mann. Danke. Weißt du, bei mir und Mandy fühlt sich das... Du fühlst es einfach auch so gut an, nicht? Ja. Ich glaube, ich werde dir auch einen Antrag machen. Ja. Auch gute Idee, mach das. Ja, lass uns das beide machen. Okay, aber ja, dann ist es auf jeden Fall alles vergessen und... Ja, super. Das beruhigt mich schon mal. Ja, vielen Dank. Jo, alles klar, hau rein. Jo. Schön, ja, und seitdem habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Ja, ich habe auch nachgedacht. Ja. Hey, oh, hi, komm rein. Kannst du dich hinsetzen? Ja. Bitte, Baby, soll ich nehmen?
Ja, ne? Ja. Willst du wieder nehmen? Immer du bitte wieder. So, setz dich einfach hin, willst du irgendwie trinken, essen? Hier trinken. Ja, danke. Fürs Baby bitte nicht zu trinken. Kann auch probieren, wenn es will. Ich wollte dir was fragen. Ich bin einfach so unglaublich aufgeregt, weil ich meine, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist genau das Richtige, das ist genau das, was ich will. Und wenn ich Mandy jetzt einen Antrag mache, dann ist das einfach meine ganze Zukunft, mein ganzes Leben. Und ich weiß einfach, es fühlt sich so gut an. Ich habe lange darüber nachgedacht, was mit Pascal und mir ist. Und ich bin einfach zum Schluss gekommen, dass ich Schluss machen muss. Weil das, was bei ihm so abgeht, das kann ich nicht. Also ich werde gleich Sandy mal einen Antrag machen. Ich hoffe ja, dass sie wird ja sagen, aber ich bin schon so aufgeregt, ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Ich hoffe einfach, dass sie ja sagt und ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich kann echt nicht glauben, dass er so etwas Süßes vorbereitet hat. Er hat Deko auf den Tisch und auch etwas zu trinken. Irgendwie fühle ich mich bei ihm wohl. Also ich habe nachgedacht und ich glaube nicht, dass... Ja, ich habe auch nachgedacht. Und... Was? Nein, wirklich. Wenn ich jetzt 2 Monate zurückdenke, da war ich drogensüchtig. Ich habe super viel Alkohol getrunken. Und klar, wir haben über die letzten Wochen auch nochmal... Ich werde jetzt auch ein für alle Mal damit aufhören. Weil... Ich glaube, vielleicht... Nein, hör auf. Seit du in meinem Leben bist, ist da so viel mehr Licht und Energie. Und du bist einfach die perfekte Ergänzung für mich. Du machst mich erst komplett zu dem Menschen, der ich sein will. Und... Ich will dich was fragen. Nee, ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Moment dafür. Willst du meine Frau werden? Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gedacht habe. Nein. Ich habe dir gesagt, du musst mit deinem Leben klarkommen und deine Probleme lösen. Aber das geht nicht. Das tut mir echt leid, aber das geht nicht. Nee. Und zwar, ich wollte mal was fragen. Ja. Und zwar, ob du mich heiraten willst. Ja. Guck mal. Hier dein Ring. Gib mal deinen Finger her. Warte, guck mal. Mach den immer rum. So. Ja. Hast du schon mal so einen tollen Ring gesehen? Ja, ist wirklich toll. Ja, ne? Guck mal. Kannst du mal das so festmachen oder so? Guck. Ist doch schön, oder? Komm. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, 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 no. Alle Menschen unglücklich sind, dass es allen so schlecht geht wie mir. Ja. So,
herzlichen Glückwunsch übrigens. Ja, ne? Finde ich ganz toll, dass ihr verlobt seid. Oh Mann, jetzt schenke ich mir noch als Erster ein hier. Das war Mama natürlich. Ja, danke. Und dann das liebe Pärchen hier. Da muss aber ich noch ein bisschen mehr. Sie doch was? Reicht jetzt? Ich muss ja für zwei trinken. Genau. Ah, oh, okay, dann. Ich auch. Ich muss halt zwei. Schade. So. Wir brauchen es noch. So, Anstoß, ne? Auf euch. Prost. Auf die tolle gemeinsame Zukunft. Genau. Viel Glück. Auf Ex. Auf Ex. Oh, ein ganz geil. Oh, boah. Brennt ja. Oh, auch was gesagt? Nee, natürlich nicht. Ne? So, damit ich auch mein neues Leben starten kann, ich gehe dann nochmal eine rauchen, ne? Ja. Die letzte Zigarette. Ich mach mal kurz die Tür auf, dann stinkt es irgendwie. Hat das Baby in die Windel gemacht oder so? Dürft aber noch durch. Nee. Boah, da musst du aber aufpassen dann. Das stimmt. Ja, machen wir auch. So, lass mal rausgehen, oder? Ja. Ich meine, vielleicht ist aus Zug gefallen. Ich hätte mir jetzt auch mal gegönnt, ne? Du? Mhm. Wir haben sogar zwei Schaufeln. Hast du die für uns besorgt? Ja, ist gut, komm, geh mal raus. Cool. Komm jetzt. Lass die Kleider bitte drin liegen. Ja, lass sie mal, es ist zu kalt draußen auch. Ja, genau. Oh, schön. Wollen wir mal einen Schluck von dir haben? Ja, kannst du. Auch eine? Ja. Ich bin nicht mehr schwanger. Auch eine? Nee, danke. Komm, das nimm eine. Schon. Hä? Oh, du hast eine. Ich bitte das Feuer. Willst du auch? Mein Leben hat echt wieder, glaube ich, einen Sinn. Es geht alles wieder bergauf. Ich sehe echt noch Zukunft. Das wird, glaube ich, echt toll. Es wird einfach, glaube ich, sehr schön. Wir sind so stolz auf Joey und Sandy. Die sind so toll. Finde ich auch. Aus denen ist endlich mal was geworden. Ja, wirklich. Super. Ehrlich. Ganz toll. Die werden bestimmt eine ganz tolle Hochzeit haben. Das ne? wird so schön. Und eine tolle Ehe, so wie wir. Ja. Seit 30 Jahren. Genau. Ich freue mich schon total auf unsere Hochzeit. Dann sind wir auch endlich eine richtige Familie. Und jetzt könnte noch alles gut werden. Ja, nur kurz, hast du gesagt? Wo ist mein Baby? Wo ist das Baby?